Was denkst du, wann trennt sich ein Partner, beziehungsweise warum trennt sich ein Partner? Die Besonderheit liegt nämlich da, herauszufinden, auf welcher Ebene spielt denn das Ganze ab. Jemand, der etwas nicht bekommt, etwas erwartet und das nicht erhält, dann ist der Zeitpunkt erreicht, dass man sich von seinem Partner trennt. Weil die Herausforderung ist, wenn man sich das wünscht, wenn man es erwartet und davon ausgeht, dass es stattfindet, erst dann spielt man den Gedanken, sich von seinem Partner zu trennen. Und da ist ein Aneinanderreibungspunkt, den man für sich herausfühlen und finden muss, weil, wenn man von der Vorstellung her da schon so reingeht, dass man etwas erwartet, was bekommen sollte, weil das ist eine Grundvoraussetzung für einen. Warum macht man denn das, obwohl man weiß, das wird niemals in Kraft treten? Und da kann man immer wieder für sich das Richtige einsetzen und verwenden und letztendlich setzt sich das daraus zusammen, weil man sich sagt, ich habe es herausgefunden und weiß ganz genau, dass ich das nicht mehr möchte. Aber das kann man sich also im Vorfeld zurechtrücken und zusammensetzen. Wenn man dann weiß, was ist die Absicht, was ist das von der Erfüllung her, was ich erwarte, wo ich das alles für mich abzeichne, um da auch zu sagen, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich zufrieden und ich bin mit der festen Überzeugung da drinne, dass mein Partner derjenige ist, mit dem ich zusammen sein möchte. Und da kann man dran arbeiten und das wieder auf den Punkt setzen, wie man es haben möchte. Und wenn dir das gefallen hat, was ich dir in diesem Video mit auf den Weg gegeben habe, dann teile das jetzt in diesem Abzug mit deinen Menschen und schau dir gleichzeitig auch meinen YouTube-Kanal an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.